Hallo und willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir sind dabei, uns, wie hieß es noch, Poppy Special abzuholen. Ja, es wird wahrscheinlich so versaut sein, wie es klingt. Ich würde jetzt gerne den da aus seinem Auto rausholen. Dankeschön. Natürlich dein Auto, was sonst? Handschuhfach geplündert, einen Ring gefunden, ja. Können wir die dann versetzen oder was machen wir mit diesen ganzen tollen, wertvollen Sachen, so wie die Münze, die wir vorhin gefunden haben? Ja, ich weiß es nicht. Ihr schreibt es mir. Danke. Ihr mir. Danke. Ja, wie auch immer. Hauptsache, es hört sich interessant an, ja. Es könnte fast ein Reim geworden gewesen sein. Wie sagte der gute Kommandant Klink immer, lerne reimen, ohne zu schleimen. Das fand Burkhalter trotzdem nicht gut. Und wer nicht weiß, wovon ich rede, sollte dies dringend nachholen. So, ich fahre voll das tolle Auto. Man hört so bei 2000 Umdrehungen Schluss und dann fahren wir einfach auch nicht schneller. Was soll die Welt? Was kostet die Welt? So. So, wir sind fast da. Noch 700 Meter. Wir nehmen mal die Abkürzung. Naja, gut. Ohne den Baum wäre es eine Abkürzung gewesen. Vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Jetzt, ich möchte dich hacken. Komm. Wieso kann ich den nicht hacken aus dem Auto? Nur weil er läuft? Boah. Komm her, Fetti. Naja, das war gemein. Der ist gar nicht so fett. Alter. Bist du unfähig? Aber ich habe ihn nicht verletzt, angeblich. Well, now, we call this. So. Wieso? So. Darf ich beim Autofahren mein Handy in dem Ecken nicht benutzen, oder was? Das ist ja noch schöner hier, ey. Tüdelü. So, so. Und da vorne um die Ecke ist das nicht spannend. Üt. Auch nicht mal ein richtiges Driften ist mit der Karre hier möglich. Ups. Na, irgendeinen musste ich treffen. Ich würde sagen, das Auto scheint nicht ganz dicht zu sein. Also weder im Unterboden noch im Dach. Aber gut, das soll jetzt nicht unser Problem sein. Wir müssen da vorne zu unserem Poppy Special. Oho. Gut. Ich bin verkleidet für den Monsterball. Bin ich das? Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Dank des CTOS fühle ich mich jetzt rund um die Uhr überwacht. Ich traue mich an Spenderger, einen runterzuholen. Es hat so harmlos angefangen. Kameras an Geldautomaten, Banken und Läden. Jetzt überall. So, hier ist die... der Eingang. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Mr. Crispin, hier entlang bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. In kombinierter Hormontherapie. Oh, 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 oh. Ja, das könnte ein lohnender Laden hier werden. Na, $440. Eigentlich müssten die... Das muss Crispin sein. Ein kranker Penner. Ich hab was von Kannibalismus gehört. Mit dem Ruf bekommt kein Geld. Na, mit dem Ruf kriegt man nichts. Ne, das ist wohl so. Da haben wir noch ein paar Meter. Die reden Englisch, auch spannend. Mal was anderes hier zwischendurch. Das ist super Deko da hinten in der Ecke. So, das ist alles so Kleingeld hier, das lohnt sich ja gar nicht. Also, wir erreichen gleich unser Poppy Special. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm?
Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Ich rufe Jason an. Vielleicht kann er mich auch nicht. Eigentlich reden wir nicht hier. Es wegen irgendetwas. Ja, das. Poppy-Spezial war jetzt ein kurzer Auftritt hier. Darauf habe ich keinen Bock. So, irgendwo konnte ich doch jetzt gerade was hacken, habe ich gerade gesehen. Da vorne auf der Ecke, ja, wunderbar. Da haben wir nochmal 2300 Dollar mitgenommen. Aus diesem netten Laden hier. Das hat sich sowohl für die Einladung als auch finanziell gelohnt. Aber irgendwas geht da bestimmt noch schief. Meine Waffe. Hoffentlich beehren Sie uns bald wieder. Klar. Ihr habt euch ja bestens um mich gekümmert. Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Damit haben wir den zweiten Akt, beziehungsweise die Mission in den Abgrundstarren des zweiten Aktes abgeschlossen. Und kriegen sogar noch ein neues Fahrzeug. Ist das nicht aufregend und selbstverständlich dazu ein paar Erfahrungspunkte. So, ich hoffe, dass mit meiner Aufnahme alles glatt geht, weil irgendwie hat heute mein Sekundär-Tonaufnahmeprogramm irgendwelche Macken und zeichnet irgendwie nicht richtig auf, sondern bricht ständig aufgrund irgendwelcher Fehler ab. Also hoffe ich mal, dass es alles gut geht. Wir sprechen mit dem anerkannten Psychologen Dr. Phil Edelman. Doktor, wie Sie ja wissen, gibt es in der Stadt einen Rächer. Glauben Sie, dass das gut ist? Nun, ich möchte es nicht gut nennen, aber in einer Stadt mit unserer Geschichte und steigender Bandenkriminalität brauchen die Bürger Sicherheit. Und durch ihn fühlen sie sich sicher? Er gibt die Illusion. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir sind hier fast am Arsch der Ewigkeit. Und müssen sogar an den Arsch der Ewigkeit, oder wie? Oder was? Oder wo? Wir müssen noch mehr an den Arsch der Ewigkeit, als wir es überhaupt schon sowieso schon sind. Die Menschen sollten ihn aber nicht für einen Helden halten. Und seine geistige Verfassung? Ist er irre? Ich mag das Wort irre nicht. Er hat einen Grund. Er ist jemand, der die Kontrolle verlor oder sie zumindest so fühlt. In seinem Kopf gewinnt er sie zurück. Er war wohl Opfer einer Straftat und dies ist seine Art, sich zu rächen. Sobald er wieder die Kontrolle hat, wird er aufhören. Einfach so. Ja, einfach so. Oh, was freue ich mich auf diesen Tag. Wenn wir einfach so aufhören. Wie ein Irrer durch den Straßenverkehr zu pflügen. Und das alles nur, weil wir Opfer einer Straftat geworden sind. Hat er überhaupt von uns geredet? Ich gehe davon aus, oder? Und bis dahin sind wir ein wenig irre. Ja, wir sind so irre. Jawohl. Ups. Warum bleibst du stehen, du? Wir sind irre, da musst du einfach weiterfahren. Oh, Scheiße, die Brücke geht... Was ist das denn für eine Brücke hier? Alter, ist das behindert. Die anderen Brücken gehen fast nicht mal in der Mitte auseinander und die fällt komplett hoch, oder was? Ah, ganz ernsthaft hier. Das ist megamäßig uncool, aber so konnten wir uns elegant über das Auto springen lassen. Jupp, jupp.
Ups. So, nur noch wenige Meter trennen uns. Ups, jetzt habe ich nicht auf den Bildschirm geguckt. Und bin in einer Ruine gelandet. Die wir nicht mal als Abkürzung nehmen können, weil wir da nicht runterkommen und uns das Auto gleich um die Ohren fliegt. Ist das nicht aufregend? Oder auf der Seite liegt. Und es ist schön, wie automatisiert wir dann aus dem Auto ausspringen. Geh einfach, bevor jemand die Bullen ruft. Ich rufe die Bullen. Was habt ihr hier angestellt? Wart ihr unartig? Alter, bist du scheiße? Fährst mich hier einfach an? Gehen Sie einfach weiter. Das verrate ich auch nicht. Naja, ey, ohne Witz, da bin ich angefahren. Da kenne ich ja nichts mit. Da mache ich keine Späßkes. Da wäre ja noch schöner, ey. Darf mich hier einfach so jeder anditschen oder was? Ich glaube, der hat ein wenig Panik dort hinten. Und da wird der Verkehr ein wenig gestaut, weil ein Auto auf der Straße steht und nicht weiterfährt. Ja, passiert den Besten, ne? Aber man sollte mich auch nicht einfach anfahren. Das ist eine ganz klare Sache. So. Das Auto ist beschlagnahmt, ich bin von der Polizei. Also brauchst du gar keine Angst haben, dass dir irgendwas passiert. Weil alles ist gut. Jetzt fahre ich die Brücke mal nicht hoch, weil ich sonst wieder ganz genau weiß, was passiert. Doch, ich tue es natürlich wohl, aber erst wenn ich drauf bin. Jo, das wird spannend, das wird spannend. Hui. Naja, mit einem coolen Auto wäre das cooler gewesen. Also mit einem schnellen, ne? Ihr wisst schon. Das. Ich dachte, ich erwische die Poller, wenn ich die schon hochfahre. Aber wir sind ja voll am Arsch der Ewigkeit, ey. An irgendeinem Container haben, da vorne ist Polizei. Okay, die mögen mich nicht, oder wie? Oder was? Ist das Auto geklaut, deswegen. Ach, ihr seid doch alle schön schlau. So, und nochmal um die Kurve. Wunderbar, da vorne ein Tor geöffnet. Und dann... Irak ist irgendwo da drin. Der da vorne, der Orange sieht schick aus, der Grüne auch. Und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. Irak finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Klingt gleich genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Ein riskantes Gebot. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Okay. Wir möchten ihn natürlich. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja. Okay, dann wollen wir hier mal eindringen. Ich weiß zwar nicht wofür, aber... Irgendeinen Sinn. Fremdzug. Rumänische Einwanderin, ganz schön bitter. Diese Käuferliste behältst du erstmal. Vielleicht können wir damit ein bisschen Geld machen. Ach so. Ab wann ist das Spiel? 18, okay, alles klar, gut, ich habe nichts gesagt. Ich sollte vielleicht in dieser Folge eine USK 18 Einblendung einfügen. Je besser ist es. Ja, genau, wie ich nachher gesagt habe. So, wie wollen wir denn alles ausprobieren hier? Okay, das ist ja schön hier. Man hätte das alles noch ein bisschen romantischer dekorieren können, wenn ich ehrlich sein soll. Oh, ein abgefangenes Audiolog. Von Lucky Quinn. Dieses Jahr überlasse ich Irak und seinen Viceroys die Verantwortung für die Auktion. Sie leisten gute Arbeit beim Drogenhandel in den Wards. Ich habe Irak versprochen, dass ich ihn belohne, wenn er sich als verlässlich erweist. Und das hat er.
ich mich von all dem distanziere, desto besser. Nächstes Jahr kann ich mich vielleicht ganz raushalten. Die Auktionen haben mir ohnehin nie gefallen. Männer und ihre Libido. Solche Schwächen habe ich mir nie erlaubt. Ja, mein Gott. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Dann wollen wir mal weiter schauen. 18 Meter erreichen. Ob wir das noch schaffen, das weiß ich noch nicht. Aber wir werden alles daran setzen. Da ist eine Tür zu. Da werden wir wohl nicht reinkommen. War klar. Ja, sind wir denn hier bei PT? Oh, es wird spannend. Es wird spannend. Ganz viele blaue Punkte hinter dieser Tür. Ich will das Schiff. Gib mir das Schiff. Das ist Mr. Crispin. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Die schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Die sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Hey, hau ab! Macht Platz! Mr. Quinn wartet! Ich glaube, der Macchiato mit Schaum wird nichts. Aber hier weiß ich, dass vorhin auf jeden Fall ein blauer Punkt war. Aber das Hacken scheint... Niemand lässt Mr. Quinn warten. Ja, ich komme ja schon. Ich wollte mir die Ware anschauen. Mr. Quinn ist da oben bei IREC. Okay. Dann werden wir da mal hochgehen. Lokalisieren Sie IREC. Es ist grundsätzlich hier ziemlich gemütlich, würde ich so sagen. Was verkaufen die Weiber oder Schiffe, so viel wie stehen? Alles stimmt was nicht. Er will einen Doppelcheck. Von jedem. Und wenn es absolut sein muss, triple-checken wir die Penner. Ja, triple-checkt ihr mich mal. Dann kriegt es aber mit mir zu tun. So, 11 Meter erreichen. Ach, was schön. Das läuft auch nicht. Bei allem Respekt, Ihre Männer sind gespannt. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Eric. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen... finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin? Oho. Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Iraq. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Iraq sieht eine Option. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispin. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Mr. Crispin, die trauen dir nicht. Ich weiß, wir gehen. Komm her. Näher. Das Tattoo. Ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprachen. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus.
durch den Keller. Ja, ich arbeite drin. Mit mir. Nein, ich verlasse meine Freunde nicht. Okay. Ich schicke Hilfe. Okay, Waffen haben wir komplett abgegeben. Da gibt es nochmal ein abgefangenes Audiolog von dem guten Herrn Quinn. Die Aktion ist vorbereitet. Die 10. in 10 Jahren. Diesmal sind es vorwiegend amerikanische Produkte. Ich denke, das wird die Preise hochtreiben. Ich hoffe es. Sicherheit ist teuer. Die Polizei mag keine Einheit fahren. Es ist nur gefährlich für sie. Und gibt schlechte Presse, wenn es rauskommt. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Aber die Kunden, naja, die haben ebenso ihre Vorlieben. Die beschweren sich schon seit Jahren. Am Ende im Schein gehen, sonst verliere ich sie. Und das kann ich mir nicht erlauben. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir ihm jetzt hier die Party nicht sprengen. Ja. Ich sag mal, die Aussicht hier ist ja... ja, wir wollen natürlich nur konzentriert hier rauskommen. Dazu müssen wir uns natürlich ein wenig die Übersicht verschaffen. So, da vorne müssen wir hin. Aber hier stehen natürlich auch überall Wachen, da müssen wir vorsichtig aufpassen. Vorsichtig aufpassen, ja, gut. So, da haben wir noch mal ein bisschen Geld für unser Bankkonto mitnehmen können. Das ist ja auch eine ganz feine Sache. Oh, da vorne ist einer. Vorsicht. Okay, ich muss schnell raus hier. Jetzt bin ich ihm natürlich ins Wort gefallen, aber war ja nicht so viel. So. Wie kommen wir denn jetzt hier? Da hinten steht auch noch einer. Okay. Der ist um die Ecke. Jetzt vielleicht die Chance ergreifen. Aber... Ah. Ja. Da kommen wir nicht so richtig, glaube ich, oder? Ah, da hinten kommt er wieder rum. Ui. So ein Cheat. So, jetzt schnell da hinten rum. Vielleicht klappt das ja. Hauptsache, wir werden nicht erwischt. So. Da müssen wir hin. Okay. 13, 12 Meter da. Oh, fuck. Geh weg. Oh, hoffentlich kommt er da hinten jetzt nicht. Komm, verpiss dich da. Mein Gott. Danke. Geht doch. Jetzt hau ab da. Da will ich hin, Mann. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Seh zu, dass du wegkommst. Ich glaube, den müssen wir uns krallen. Aber, hä? Guck weg. Schiete. Komm schon. Oh, 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 oh. Verpiss dich. Kusch. Kaufte kürzlich einen Gebrauchtwagen. Das freut mich für dich. Alter! Puh! Das war knapp, aber den haben wir gut mit einem Takedown ausschalten können. Unauffällig, es hat keiner gemerkt. So, jetzt dreht er uns den Rücken hier zu. Vielleicht kriegen wir den Kollegen ja auch. Ja, das ist schon eine gute Ausgangsposition. Jetzt aber. Ja. Der muss gleich an uns vorbei. Ja, sauber. So, das Ziel haben wir dann auch schon wieder erreicht. Gott sei Dank. Ja, mit dem Gebrauchtwagen wird er jetzt nicht mehr viel anfangen können. Ich versuch's. Ja, dann versuchen wir es mal. Neue Befehle. Iraq will, dass Crispin gefunden wird. Er darf die Auktion nicht verlassen. Wer ihn sieht, packt ihn sich. Eine Waffe ist ja schön, aber ich glaube, da können wir gar nicht so viel mit anfangen. Sonst weiß hier ja gleich die ganze Welt Bescheid. Das ist ja auch Shit. Mach noch mehr leer mit dem Gitter, meine Fresse. Alter. So, wie kommen wir denn hier? Da müssen wir wahrscheinlich auch wieder irgendwie... Währenddessen genießen wir den Ausblick, während wir warten. Okay. Hier sehen wir die Rückseite. Okay. Ein bisschen Ablenkung verschaffen. Ja, das ist nicht verkehrt. Ah, shit, der läuft schon wieder auf uns zu hier. Vielleicht geht er jetzt ja nach links so weg, dass wir da durchkommen. Das wäre ja ganz cool. Das sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Ja. Ausschalten sollten wir nicht. Da stehen noch mehr.
So, der war noch abgelenkt von seinem Gabelstapler, das ist gut. Jetzt muss ich aufpassen natürlich, dass der andere nicht wiederkommt. Schön. Da ist er nämlich schon wieder. Okay. So, wie kommen wir denn jetzt hier? Sehen nicht weg, oder? Wir müssen auf die andere Seite des Raums, aber da wird uns doch irgendwer sehen. Zumindest der da vorne, oder? Immer was an deinem Alter. Guck weg. Takedown. Boah. Fucking war das knapp, ey. Jetzt aber schnell. Schnell weiter. Wo müssen wir denn hin, ne? Da ist eine Wand. Da ist... Alter. Ah, da. Rainer. Puh. Sehr gut. Ja, und wenn ich mir das so an... Ich muss meine Waffen aufstocken. Jetzt wollen mich alle töten. Ja, sehr gut. Wenn ich mir das so angucke, würde ich sagen, wir haben das Ende dieser Folge erreicht. Und wie wir die Waffen kriegen und was für Waffen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also, schaltet wieder ein.